Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der 3C Carbon Group, Hauptsponsor des HC Landsberg. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem zweiten Heimspiel. Zu Gast waren heute die Wanderers aus Germering. Endstand nach 60 Minuten 7:1 für den HC Elb. Für die Gäste auch ein altbekanntes Gesicht aus der Bayernliga begrüßen Gästetrainer Heinz Reimer. Heinz, grüß dich. Auf unserer Seite Randy Neal. Randy, servus. Ja, Heinz, euer erstes Wochenende. Ihr habt gut gestartet mit dem Auswärtssieg in Buchloe. Sonntag knapp gegen Passau verloren. Jetzt heute relativ deutlich bei uns. Wie? Hast du das Spiel gesehen, siehst du es so deutlich, wie das Ergebnis für den Ausfall ist? Oder ja, ist deine Meinung zu dem Spiel? Ja, gut, klar. Ja, ich habe das Spiel jetzt ziemlich schnell von meiner Seite erklärt oder abgesprochen. Das große Problem, das wir heute hatten, das war das Tempo, das der Gegner an den Tag gelegt hat. Dadurch halt auch dann mehr individuelle Fehler, die wir machen. Wir haben in der ganzen Vorbereitung keinen Gegner gehabt, der mal so ein Tempo gegangen ist. Jetzt auch in den ersten zwei Spielen mit Glückwunsch an Landsberg erstmal, ja, zu dem Sieg. Nach dem ersten Drittel aber wenn man noch ein bisschen Hoffnung macht, mal 0-2. Auf jeden Fall vielleicht noch einer rein und dann bist du wieder im Spiel. Dann macht Landsberg das 0-3, wir machen das 1-3. Landsberg hat wieder die Antwort mit dem 4-1 und dann war es gegessen. Im letzten Drittel haben wir dann gesehen, dann ist uns dann auch immer mehr die Luft rausgegangen aus dem Spiel. Was mir am meisten ärgert, ist eigentlich die dumme Strafe mit der 5. Spieldauer zum Zeitpunkt, wo das Spiel schon lang weg war. Ja, wir schaden uns da, wir haben am Sonntag auch gestellt. So eine Strafe, das geht einfach gar nicht. Ja, für uns war es, oder für die Mannschaft war es, ein bisschen was zu lernen. Ja, 7:1 ist jetzt nicht unbedingt das Ergebnis, mit dem man gerne heimfahrt, aber Landsberg hat es schon so auch gespielt. Wir haben wenig Möglichkeiten gehabt, uns zu entfalten. Wir haben das Spiel eigentlich nur zerstört und versucht, die Scheibe rauszubringen. Die Schussstatistik von 36-13 Schüssen, ich meine, das sagt dann auch wieder was aus. Ich denke, das war ein gebrauchter Tag für uns. Und müssen wir weiter schauen. Eins, danke. Ja, Randy. 7:1. Deutliche Sprache. Das da einspricht das hohe Tempo an. Ich glaube, das ist das Eishockey, das du so sehen willst. Oder was gibt es aus deiner Sicht jetzt zu dem Spiel zusammen? Ja, erstens, Servus Banan, sorry. Zum Spiel heute ist klar, wir haben letzte Woche bestimmtes Hockey trainiert. Wir sind eingegangen mit einem Gameplan und wir versuchen, Spiel zu spielen, unser System tiefer zu befestigen und dass die Jungs, wenn wir spielen das System, dass die kriegen mit, wie erfolgreich man kann sein, wenn er diszipliniert und spielt, wie man soll spielen. Und es freut mich halt, dass die Burschen haben das sehr gut durchgeführt. Beim Umfang viel Rollen aufholen mit ordentlichem Druck, aber Sicherheit hinten. Wir wollen eine Scheibe schneller nach vorn bringen und viele Schüsse auf den Tor bringen für den Einsatz, das haben wir schon gemacht. Und wir haben im zweiten Spiel ein bisschen einen kurzen Durchhänger, oder was heißt Durchhänger, wir haben angefangen, 4-5 Minuten lang offener Schlagabtausch zu spielen. Und dann haben wir so ein bisschen auf der Bank mit einem Gerät und sowas und dann haben wir es gleich im Griff gehabt wieder und sagt, jetzt geht es zurück auf unser System. Fieber wollen spielen und dann es freut mich echt, dass die Burschen haben die Geduld gehabt beim 1-0-Führung, bei der 2-0, dass wir sind nicht praktisch hektisch geworden. Wir haben versucht, unter Linie durchzuführen und dadurch wird man belohnt und so war es der Fall.
Die gesamte negative was, was unser Startvolumen. Immer noch Bardumi halten und solche Scheiße, was wir haben gar nicht. Und das letzte, die Robben, das würdige Ernstes-Wert-Wedebrief, wenn jemand macht, klares Foul, es war eigentlich nicht halten, es war ein Ellbogen-Check zum Kopf. Das haben wir deutlich gesehen und dann macht es einmal an, das ist ein Konsequent, das geht mir gar nicht mehr hin. Aber sonst, insgesamt, bin ich richtig frei. Für die Zuschauer war es eine tolle Stimmung heute. Und die Mannschaft, der ganze auf das Ganze. Das ist so. Das ist schön. Ja. Heinz, du hast dieses Jahr neu übernommen in Germering. Das war letztes Jahr für den Verein relativ schwierig. Du hast den Kader kräftig umgebaut, also mit zwei Kontingentspielern. Was ist da heute die Zielsetzung für diese Saison? Die Zielsetzung ist ziemlich einfach. Das gleiche wie letztes Jahr zu sein. Naja, ja, ich glaube, das war jetzt in Germering einfach so, dass man einen Umbruch machen musste, ja, nach den letzten zwei Jahren. Und wir haben neun Spieler ausgetauscht. Ich habe einen Torhüter auf der Kontingentstelle, der ist 18 Jahre alt. Ja, kommt aus Tschechien, Verteidiger noch geholt. Ja, ich denke, unsere Zielsetzung ist, so weit oder so lang wie möglich um den achten Platz mitzuspielen. Ich denke, das wollen alle. Und wenn man jetzt das letzte Wochenende hernimmt, glaube ich, mit Buglo in Passau waren wir schon, aber sind wir schon so dabei, dass wir auch eventuell, wenn alles passt, um diese Plätze mitspielen können. Großes Problem ist eben, dass wenn wir heute wieder zwei Leistungsträger fehlen, ich einfach die Tiefe nicht habe, um das zu kompensieren. Und jetzt werden wir am Sonntag noch ein wichtiger Spieler, wir sind dann drei. Und es ist halt schwierig, die Germerlingen von unten was nachzuschieben, ist in Landsberg einfacher, weil da ist halt natürlich eine ganz andere Qualität da. Und die Germering müssen sie halt auch lernen, die Spieler, die letzten zwei Jahre dort gespielt haben. Die geben sich halt vielleicht momentan noch zu schnell mit der Situation ab. Wenn das Spiel nicht so läuft, ja, dass dann vielleicht noch die letzten 10-15% rausgespielt werden. Da müssen wir daran arbeiten. Ich denke, das wird die Zeit bringen, weil die Mannschaft muss sich halt auch erst finden. Durch diese neuen Zugabgänge ist halt auch ein Haufen passiert. Und ich denke mal, wir werden noch 4-6 Spiele mit Sicherheit brauchen und vielleicht ein bisschen in die Automatismen und in die Sache reinlaufen, dass wir gefestigter sind. Und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, es ist jetzt wirklich einfach zu sagen, okay, letzter möchte man dieses Jahr nicht werden. Das ist der Einstieg natürlich für mich jetzt nicht der schwerste. Ich glaube, das schaffen wir auch. Und wenn die Jungs weiter an sich arbeiten, dann werden wir auch das ein oder andere Spiel oder den ein oder anderen Gegner ärgern können und ein paar Punkte mitnehmen. Wichtig ist halt eben, dass wir nicht viel Ausgaben haben, weil dann wird es schwierig. Eins, danke. Randy, wenn man heute sich so im Stadion angehört hat, es waren 825 Zuschauer, das ist wirklich gut ab. Die Leistung wird, glaube ich, honoriert, auch wenn das letzte leider vielleicht nicht ganz so dein Geschmack war. Es kommt vor allem immer zur Sprache, was auch dieses Jahr das sind die Special Teams. Also die Überzahl funktioniert sehr gut, auch letzten Sonntag, da hatte ich, glaube ich, 5 Überzahl, auch für heute wieder 3 Unterzahl, stehen wir, denke ich, sehr, sehr gut. War das ein Schwerpunkt, auf den du auch gezielt hintrainiert hast, oder wie ergibt sich das? Ja, zum Überzahl, Unterzahl, das ist absolut wahr, wir trainieren das sehr häufig. Und ich bin ein Trainer, der versucht, eine richtige Kombination zu finden. Leute spielen 5 gegen 5, das passt gut zusammen mit der Blecke. Es ist anders als beim 5 gegen 4 oder 5 gegen 3. Du brauchst die richtige Mischung, die richtige Chemistry, die richtige Chemie, dass die Jungs harmonieren. Und
Und ich glaube, das haben wir gefunden und es funktioniert sehr gut. Schnell gelaufen, wir kriegen gute Torchancen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig in der Anfangphase, dass die Jungs, da müssen die erst an das Glauben an, es war klar, das ist was Neues. Aber wenn die sehen, aha, darum stehe ich da, aus einem bestimmten Grund, aber ich kriege die Scheibe, dann macht was anderes auf und. Und das freut mich, dass es funktioniert. Das war im Training, funktioniert gar nichts. Das ist immer so, weil ich im Training, der Gegner weiß ganz genau, was wir tun. Und das war es gestern beim Ubenzahl-Training, das war der Fierce und einfach drin gestanden und dann genau gewusst, was es gibt. Und gerade versucht es immer wieder, das einmal früher zu abbrechen. Und. Aber im Spiel ist immer ganz anders. Es gibt eine Hektik im Spiel von der Unterzahl und das und. Und genauso beim Unterzahl, wir haben ein bestimmtes Ziel beim Unterzahl, Fieber, wo wir spielen. Und heute hat es, sage ich, 99% sehr gut funktioniert. Wir haben zweimal sind wir ein bisschen auseinandergegangen und weggegangen von was wir wollen. Aber ich muss echt sagen, die Jungs jetzt langsam kapieren es, um was es geht. Das heißt, ein System zu spielen, es ist eine Struktur und ein System durchzuführen. Der meiste Ergebnis ist erfolgreich. Und es freut mich für die Jungs, dass du siehst, dass wir kommen vom Eis und die Gesichter, das sind glückliche Gesichter, wo der Moment, aha, Mensch, das funktioniert gut. Und dadurch hast du ein bisschen Erfolgserlebnis und auch genauso, was macht Spaß für das Spiel, macht Spaß für das Zuschauen. Wenn es mal vorgestellt wird, was ich sage, danke. Ja, danke. Solltest du mal Hilfe brauchen, Donnerstag im Überzahltraining, ich könnte dir sicherlich 4 Pylonen aus den alten Herren organisieren. Dann gibt es auch am Donnerstag mal Erfolgserlebnisse, Spaß beiseite. Nächste Auswärtsspiel ans, nächste Derby, wir fahren nach Schongau. Da hofft man natürlich auch wieder auf die zahlreiche Unterstützung der Landsberger Fans. Und dann bleibt mir der Hinweis, nächstes Heimspiel am Sonntag, 22.10. zum Gast ist am Hückstadt. Wird sicherlich wieder spannend, hoffen auch wieder auf viele, viele Zuschauer, die unsere Mannschaft weiter so toll unterstützen. Dann darf ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche den Gästen einen guten Nachhauseweg. Wir sind nicht allzu weit. Alles Gute für die Saison 1. Randy, viel Erfolg am Sonntag und wünsche allen einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Servus.